So Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem, nämlich ich habe die Aufgabe erzielt, eine Eliminierung mit einem Scharfschützengewehr und einer Pistole und einer Explosionswaffe gerade schon eine Mission gemacht, weil jetzt sind die RPGs anscheinend wieder in den Vorräten drin, gestern und vorgestern waren sie nämlich nicht drin. Aber ich werde euch trotzdem zeigen, wie wir das Ganze machen, indem wir uns nämlich einfach merken, einen Kill mit dem Scharfschützengewehr, einen Mann mit einer Pistole und einen Mann mit einer Explosionswaffe. Dazu gehen wir wieder in Gruppenkeile, weil es ist ein, was das betrifft, ist es einfach der einfachste Modus, wenn man so will. Und dann gehen wir halt, was die Explosionswaffe betrifft, die RPG, die werden, ich glaube, die ist jetzt dann halt wieder nur in den Vorräten da. Ich weiß nicht, ob die so in den normalen Kisten drin ist, aber ich denke mal nicht. Genaueres kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich will dann nicht genau sagen, ihr könnt keine in den Kisten finden, sondern in den Vorratskisten ist die Wahrscheinlichkeit einfach mal höher. So, dann, alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirm, jetzt ein Like da lassen, schreibt gerne was in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann jetzt aber hoch dich. Mir fehlen noch zwei Stück, dann habe ich die 120 voll. Ihr bekommt dann die 12. Zahl vom Paysafe-Code unten. Den werde ich dann offiziell bekannt geben, beziehungsweise unten reinschreiben für die nächsten Videos. Und dann könnte ich schon die 13. Zahl bekannt geben, aber hier in dem Video gebe ich dann erstmal nur die 5. Zahl schon mal bekannt. Also weiter gucken lohnt sich definitiv. Ja, und erstmal nochmal danke für die ganzen Abos, die jetzt allein heute schon wieder reinkamen. Ich weiß, ich denke mir manchmal selber, warum werde ich abonniert? Aber ich sage ja, ich helfe euch, lasst gerne ein Abo da. Ist doch alles ein Geben und Nehmen. So, wo gehen wir denn runter? Wo ist denn die Zone? Wegen Vorräten, alles klar. Also Paradise runter. Also Scharfschütze, Pistole und Explosionswaffe. Ich denke mal, das kriege ich hier in der Runde auch nochmal hin, nur um euch zu demonstrieren, wie ich es halt mache. Da, baba. Vor allem sind alles drei nicht so die Waffen, die ich wirklich haben will. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, klappt das denn mit den Granaten? Weil eben habe ich halt leider keinen Kill gemacht, ich konnte nicht nachgucken. Jetzt habe ich es ja schon geschafft. So, gehen wir noch eins tiefer. Bam, 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 bam. Komisch, jetzt fände ich Boogie Bombs ohne Ende. Das ist schon ein Phänomen. Also vielleicht finde ich keine Pistole oder so. Weil manchmal findet man echt die einfachsten Sachen nicht. Da, 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 da. So. Tack, 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 tack. Die Kiste ist, glaube ich. Ach, da ist die Kiste. Naja, ist die Kiste. Ich dachte, hier wäre noch eine in der Hundehütte. So, gerade mal gucken hier unten, aber keine Pistole. Naja, goldene Pistole gibt es keine. Bam, 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 bam. RPG-Munition ist schon mal wunderbar. Und wie gesagt, sammelt so lang wie möglich Munition. Wenn ihr die Möglichkeit habt. Wo ist der Block hin? Ist der Block wieder weg? Ach, da oben, ich Idiot. Fliegt zum Block hin, weil da gibt es eigentlich immer die meiste Munition. Ist so meine Erfahrung. Ich weiß, in dem aktuellen Block noch nicht da, aber in dem alten war es definitiv so. Da sind so viele Munitionskisten. Finde ich hier nicht eine Pistole, nicht eine Sniper. Gut, einen Sniper werden wir definitiv auch in den Vorräten finden, aber die Pistole. Oh, ich liebe dieses Geräusch, Achtung. Oh. Ich muss unbedingt ins Kino für den Film. Was ist denn ihre Aufgabe da oben? Auch keine Pistole. Eieieiei. Keine Pistole.
Leck des Jahrtausends. Also sonst finde ich immer 8 Millionen Pistolen, nur jetzt keine einzige. So, hier habt ihr eine Waffe mit Dings, Zielfernrohr, falls ihr die Aufgabe noch nicht fertig habt. Die hole ich trotzdem mal mit. Diese wäre nämlich... Ach, da haben wir noch eine. Hol ich sie doch nicht mit. Weil ein Revolver zählt auch zur Pistole. Und wie gesagt, so viele Munitionskisten öffnen wie möglich. Weil ihr werdet von Gegnern keine RPG-Munition finden. Wieder eine Boogie-Bomb. Das ist immer dasselbe. Hat man eine Aufgabe fertig, findet man auf einmal alles. Aha. So. Dann haben wir schon mal die Sniper. Dann hole ich mir noch die schallgedämpfte Pistole mit. Weil die gefällt mir einfach noch besser. Macht zwar nicht viel Schaden, aber zum Schießen sind in meinen Augen einfach besser. Oder? Nehmen wir den Revolver mit. Ja. So, dann können wir jetzt eigentlich in die Zone und schon Lucky Lucky machen, was RPG betrifft. Aber wir gucken doch nochmal gerade schnell das bisschen Munition. Weil das ist halt echt ein Problem. Ihr werdet zu wenig Munition haben. Wie ihr seht, ich habe 2 Schuss. 2 Schuss ist halt echt wenig. Oder spielt halt mit einem Kumpel zusammen am besten oder mit mehreren, die ihr kennt, und die sollen euch dann die Munition geben, die sie gefunden haben unterwegs. Und Munition ist echt Mangelware, was RPG-Munition betrifft. Ihr seht, immer noch nur 2. Was hat er denn da gebaut? Ja, ich hätte zwar jetzt eigentlich schon mit dem Rift fliegen können, aber kriegen wir auch so hin. Da drin. Ach, das ist ja die. Ach, ja. Das wäre auch. Lustig, wenn man hingehen könnte und könnte sich quasi so eine Hütte bauen mit Einrichtung. Kleinstes Zuhause der Welt. So. Schauen wir mal. Die Sniper-Kill wird wohl wieder am längsten dauern. Warum lägt das denn jetzt so? Nur weil die Zone da ankommt oder was? Was sieht denn der ein? Ach da. Oh, da macht er den Schritt nach links. Zack. Sniper-Kill hätten wir schon mal. Da haltet euch einfach ein bisschen zurück insgesamt. Guckt, dass ihr halt nicht gesehen werdet. Ich weiß, ist nicht immer so einfach. Aber ist machbar. Wie kann man den freiwilligen Busch nehmen? Einfach die Roboter kaputt schießen. Wenn ihr einen Roboter seht, haut, schießt ihn einfach kaputt. Ich mach keinen Hit. So, wie gesagt, Sniper haben wir jetzt. Jetzt fehlt uns nur noch Pistole und RPG. Gut, dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal eine finden.
noch. Zack, Pistole also auch fertig. War mir so klar. Voll Assi. So, hier war schon mal keine RPG. Mal zu den anderen Vorräten. Wenn wir jetzt dürfen. Da ist auch nichts. Auch keine RPG. Ah. Wie gesagt, deshalb habe ich den Kill eben direkt gemacht mit der RPG, damit ich den Kram hinter mir habe. So, Vorräte haben wir jetzt mal gerade keine. Ich bin älter, ich sehe nicht mehr so gut. Ich habe den Kill geklaut. Ja, Sniper ist schön und gut, aber... Was? Hat da nicht meinen Kopf rausgeguckt. So, gibt es wieder Vorräte? Ja. Nicht, wo ich hinfliege, ich Idiot. Hä? Was ist der denn, ey? Wieder keine RPG, ich krieg hier noch die Motten, ey. Da hatte ich eben eine Glücksrunde und da war eine drin. Also wie gesagt, ich habe eben wirklich eine aus der Kiste bekommen. Könnt ihr auch gerne gucken im letzten Video. Da war es nämlich. Das war die Tagesaufgabe mit den Zielfernrohren. Ich muss mal überlegen, ob ich es nochmal in die Beschreibung mit reinpacken soll. Weil RPGs sind anscheinend gerade echt ein bisschen selten. Aber es ist doch da gelandet. Doch, hey. Sie hat nicht mehr den Landepunkt. Metzen hier auch gerade, das ist schwer Mangelware. So, kann ich die jetzt mal runterholen? Keine RPG. Ich habe hier in der Runde auch noch keinen gehört. Ist auch keine drin. Was ist das denn, ey? Sind die nicht in jeder Runde drin oder was? Hallo.
Yeah, letzter Kill. Man kennt ihn. Also, wo es die RPG eben gab, hier in der Runde habe ich auch keine einzige gehört. Ich werde euch das Video unten verlinken, weil da war definitiv eine in der Runde. Ich kann euch echt nicht sagen, woran es liegt. Deshalb, ich habe eben die Runde gehabt und habe die RPG bekommen und habe direkt den Kill gemacht. Weil ich habe nur gesehen, hä, einer schießt mit der RPG, ab dem Zeitpunkt jeder Vorrat war mir. Also wie gesagt, ich mache den Link in die Videobeschreibung extra mit rein. Dann, der Code ist 5, die nächste. Also hinten die letzten vier Zahlen, 2, 7, 4, 5. So, in dem Sinne, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo, Like, Kommentar. In dem Sinne, haut rein.